Toad. Hi! What's up? What's up? Ich habe Besuch! Nee, du hast nicht Geburtstag. Besuch! Besuch! Von meinem alten Freund! Er ist 25 Jahre alt geworden. Wer? Ja. Yeah. Dude! Yeah! Sieht doch sau alt aus. Ist der alt. Ist der Hammer, ne? Ja, goldene Hochzeit, Silberhochzeit. Da oben ist er auch, Madcow. Ja, das stimmt, da ist er nochmal. Ja. Mario, falls man das hier noch nicht lesen konnte. Falls ihr es nicht, ja. Hat schon, nee, ich kann ihn. Super Mario Bros. 25. Genau. Zum 25. Die krasse japanische Edition hat sich hier der... Ja, ich als Besitzer von einer Wiese. Von der Wiese musste es mir importieren und es ist eine wunderschöne, also wir packen es jetzt einfach mal aus, ne? Eine wunderschöne eine geprägte Verpackung in Knallrot. Hat fast die Größe von einer NES-Verpackung, aber ist ein bisschen dicker. Weil es sind ja zwei DVD-Hüllen drin, wie wir gleich sehen werden. Hier, ne? Ja. Oh. Schon mal schön red. Schon mal kriminell hier, das überhaupt aufzumachen, ohne es kaputt zu machen. Wird denn jetzt Luigi auch 25? Nee, Quatsch, der hat nicht mit Donkey Kong angefangen, ne? Der ist ja jünger. Luigi ist jünger, ne? Ja. Luigi zu sein. Brauchen wir ein paar Yoshi, noch was bekommen? Ja. Wahrscheinlich nicht. Außer ein Arschtritt oder einen feuchten Fuzzi von Miyamoto. Obwohl, Luigi hat doch sein eigenes Spiel bekommen. Zwar für einen erfolglosen Gamecube, aber. Wir haben zwei DVD-Hüllen drin, einen in weiß, einen in rot. Und das hier ist dann... Der eine ist eine DVD drin, der andere nicht. Oder CD. Ja, ja, stimmt. Hast du recht. Das coole alte All-Stars-Logo. Genau, das ist das... Das haben sie echt original 1:1 übernommen. Super Mario Collection, oder wie hieß es in Japan. Und das ist im Prinzip genau das gleiche Logo wie auf dem Super Nintendo. Super Mario Bros. 1, 2, 3 und USA. Ja, wenn man bemerke USA, weil, ne? Ja, in Deutschland würde das dann heißen 1, The Lost Levels, 3 und 2. Ja, hier unten die kleinen Emblems noch. Jeweils von den einzelnen Teilen, auch sau cool. Und auf der Rückseite auch nochmal. Mit Wiimote kann man es wohl auch spielen. Wenn ich es richtig deute, und hier unten ist dann der Classic und der Cube-Controller angegeben. 1 bis 2 Spieler. Ja. Wie die Dinge immer anders da aussehen in anderen Ländern, ist schon verrückt. Ja, so ist das, ne? 1993. Das ist wahrscheinlich 1993, ist Hasada rausgekommen und jetzt gibt es das auch für die Wii. Bling, bling. Und das ist dann der totale Bonus. Die Super Mario History 85 bis 2010. Hier müsste ein Booklet drin sein und der irrwitzige Super Mario Bros. Soundtrack. Man beachte dieses wirklich, also mir ist, als wir hatten es ja schon mal ausgepackt, dieses so halb ausgepackt. Original, dieses extrem gut coole Foto, was hier drauf ist. Sowas hätte man doch gerne irgendwie als schönes, wie sagt man, Printdruck? Kunstprint? So als Poster. Ja, ja, nö, schon so hier so ein schönes Posterdruck. Ja. So auf Leinwand oder sowas. Gute, das ist so richtig Famicom mit Super Mario Bros. Drin. Das müsste das erste Mario Bros. Sein, glaube ich sogar. Ja, da haben sie garantiert. Alte Glotze. Garantiert irgendwo ein Künstler aufgetrieben, um dieses Bild nur zu arrangieren. Auf der Rückseite dann eine Auflistung der einzelnen Teile, die bisher erschienen sind. Von Mario Bros. Bis Galaxy 2. Und fangen wir mal mit dem Spiel an. ja. Wo ist hier die Kante zum Öffnen? Wir haben mal wieder kein Messer zur Hand. Aber Messer sind ja auch gefährlich. War? Ja. Wieder mal. Dank Gott sei Dank der Änderung jetzt in bunt. Dass sie endlich bunt bedruckt sind, ja. Ja, der Rübe. Geil. Take the Rübe. Der fliegt voll von der Disc. Disc? Dann haben wir hier das Quoten-Get-Kärtchen für ein Schmelles. So. Das ist ja voll der Beipackzettel. Nee, das ist Beipackzettel. Ja, die haben so Beipackzettel. Hier, ja. Wii Fit Plus Reklame. Dann haben wir da die Anleitung, die uns jetzt natürlich nichts sagt. Aber wir können ja mal durchblättern. Sie ist natürlich bunt. Ja, das ist ja heutzutage nicht mehr Standard, ne? So wie das bei Nintendo immer ist. Hier sehen wir das Titelbild. Das kennen wir auch noch. Wie sie immer am Diskutieren waren und dann ist das Licht angegangen und dann haben sie alle stillgehalten. Stimmt. Das ist da jetzt auch gespannt. Ja, bestimmt. Ja, und dann hier halt. Ich kann gerade nicht blättern.
ein wenig aufgeregt. Aber cool, man sieht hier die ganzen Moves. Das ist wieder ein Haufen. Ja. Ich hab mir gedacht, der macht da voll den Haufen hin früher. Cool, ey, alles erläutert. Ja, awesome. Das ist jetzt natürlich schon Mario 3. Mario USA hier mit der Treppe da, Traumwelt, hast du nicht gesehen? Voll krass. Die Bonus. Ja, die Slot Machine. Oh, die war ja so, die ist ja so imbar gewesen beim Original NES Teil. Bei All-Stars war sie ja ganz gut. Ganz human. Ja. Ist jetzt hier auch die Grafik drin, wer schneller hebt? Nee, leider nicht. Also hier an dieser Stelle hat jeder nochmal Gelegenheit, dass unser Super Mario Bros. 2 durchgezockt sich anzugucken. Genau. Sehen wir die schönen Highlights und Geheimtipps dabei. Nur, dass das dann hier natürlich die gepimpte Version ist. Ja, also Beipackzettel, das ist pretty standard, aber eine schöne Anleitung auf jeden Fall. Schön, dass sie es so ausführlich nochmal durchkauen. Könnt ihr noch welche geben, die es noch nicht gespielt haben? Ja, richtig. So. Heißt hier. So. Ja, und jetzt kommt hier der Bonus. Ich bin gespannt. Es liegt hier schon bald. Ist kein Kuchen dabei, leider. Drei Wochen liegt es hier schon, ja. Und ich habe keine Zeit gehabt, das auszupacken. Und ich wollte es ohne Kamera nicht machen. Ich bin nach wie vor von diesem Bild fasziniert. Irgendwie, ich muss unbedingt irgendwann mir ein Famicom besorgen. Das hat schon was, oder? Jetzt sieht man es nochmal viel schöner hier. Unsere Lichtverhältnisse sind jetzt hier nicht so optimal, aber. Schönes Bild. Tada! Wow! Awesome. Soundtrack CD. Dicke Ost hier. Kann man eigentlich im Hintergrund laufen lassen, einfach aus Prinzip. Geil, eine goldene CD, das erinnert mich so an die Zelda-Teile. Sehr dickes, schick. Dickes Booklet. Sehr, sehr Was sind das für kleine Bilder? Sind das aus Spielszenen, aus eingefärbt? Kann das sein? Ja, sind sie. Ja, es sind, Am besten, man kennt hier. Sind eingefärbte Spielszenen. Die Mario Bros. Augenfalten. Diese Augenfalter kennt man, glaube ich, ganz gut. Ja. Das ist das Logo von Super Mario Bros. 3 ist. Titelscreen. Da ist New Super Mario Bros. Auch. Der, wie wir alle wissen, entstandene Bart, weil kein Mundzeichen machbar damals. Wow! Hui! Sind das Aufkleber? Nee. Nee. Das ist aber relativ dick. Ja, was haben wir denn alles dabei? Lass mal sehen. Ordentlicher Druck. Ich zieh auch nochmal schnell durch. Timeline. 85. Da wäre jetzt ein Guck mal, hier Poster cool gewesen. Mit den Konsolen, ja. Disk System. Ja. Als das gekommen ist, dann kam dann der Game Boy. Super Famicom. Nintendo 64. Cube, da ist er mit der Wasserspritze. Hier Mario 64. Dann haben wir hier das New Super Mario Bros. Auf dem DS. Galaxy 1, New Super Mario Bros. Wii, Galaxy 2. Aber kein Hinweis auf ein neues Spiel. Nee. Miyamoto! Oh, da hat er sie alle verbreitet. Geil. Hier die kleinen Gamecube-Hüllen, die sind so deluxe. In Japan. Schick. Bin gespannt, wie das in der deutschen Version ist. Ob das dann auch das gleiche Bild ist oder ob sie dafür extra ein Foto gemacht haben. Ich liebe diese Cartridges vom NES. Die sind so... Wobei die ja auch kein sogenanntes N-Label hatten, ne? Hier oben. Dass man sehen konnte, was es für ein Spiel ist. Ja, stimmt. Da regt sich der Angry-Mann. Der AVGN regt sich immer furchtbar darüber auf. Das sind irgendwelche Konzeptarts hier. Krass. Ja. Irgendwelche College. Lol, gib mal die Levels, ey. Das ist noch gut. Wobei vieles passiert ja heutzutage auch noch so. Man sieht aber, es ist schön mal sowas hinter so hin. Behind the scenes. Guck das an hier, ne? Die Untergrundlevels gemalt. Lego Planning Phase, hast du nicht gesehen? Und dann hier die Levelnummerierung oder was? Nice. Crazy. Ja, jetzt weiter. Ja, das ist. Mario Bros. 2, genau. Disco System. Disco System. Es gab auch mal Disketten auf dem Super Nintendo. Ja? Super Nintendo, auf dem Nintendo. Ja, solche Dinger hier. Genau, floppy. Floppt die einen. Mario Bros. 3 und auch immer noch das System, ne? Also hier, Family Computer Disk System. Family Computer. Crazy. Super Mario World. Ah, Super die Nintendo hatten, Cartridges genauso. Ja, wie das, bei die uns. Waren identisch. Mhm. Aber Peak? Ernsthaft? USA! Das kam nach Ohne Wertung. World. Das kam nach World. Guck mal, 90 kam World. Das ist 21.11., ne? Genau, dann 14.09.92 kam USA, dann
in Japan. Aber das gab es ja vorher schon als Doki Doki Panic. Mhm. Mario 64. 21.06.96. Das war auch noch was. Mario Ghost 3D und der Controller, mit dem ich mich wohl nie anfreunden werden kann. Aber auch cool hier diese. Ja, und dann die Mario Sunshine. Namukube. Ist halt so eine, wirklich so eine, so ein bisschen kurze Info wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind hier noch in Unifarben Disc. Ja. Ja, in der Galaxy. Und ich glaube, hier unten geben dann jeweils die Entwickler nochmal einen Kommentar zu ab. Gehe ich mal von aus. Ja, stark. Dass sie vielleicht noch ihre Meinung kundtun oder so. Ja, New Super Mario Bros. Galaxy 2. Nee. Wobei wir es ja nicht drin haben, aber das ist ja eine andere Serie. Yay. Die Paper Mario Teile, ne? Ja, Paper Mario ist ja. Ja, separat. Ist andere ja Hut. Das ist auch cool hier. Die. Das war auch in, damals, glaube ich, im Handbuch. Ja, in der Anleitung, ne? Ich meine, glaube ich. Schon, also ist sehr hochwertig gemacht, sehr, sehr schweres. Ja, schöne Kartonage ist das. Ordentliches Papier. Nochmal so eine Figur. Ne. Ah, die Nintendo Crew. Da ist Miyamoto-san. Bisschen unscharf das Foto. Und Mario haben sie auch dazu gestellt. Ne. Da war nicht viel. Ja, und ja, auch nochmal hier ein anderes Bild wie hier am Anfang. Sehr schick. Ja, Soundtrack, ja, können wir irgendwann mal was zu sagen. Und jetzt lass mal reinschmeißen, Mann. Da und der Madcow ist hinter der Kamera. Wir schmeißen das jetzt rein und freuen uns dann auf Level 1.1. Genau, im zweiten Video. Yes. Wo ist hier die Kante zum Öffnen? Wir haben mal wieder kein Messer zur Hand. Aber Messer sind ja auch gefährlich. War? Ja. Gott sei Dank der Änderung jetzt in bunt. Dass sie endlich bunt bedruckt sind, ja. Ja, die Rübe. Geil. Take the Rübe. Der fliegt voll von der Disc. Disc? Dann haben wir hier das Quoten-Get-Kärtchen für den Schmelles. So. Das ist ja voll der Beipackzettel. Nee, das ist Beipackzettel. Ja, die haben so Beipackzettel. Ja. Hier, WiiFit Plus-Reklame. Dann haben wir da die Anleitung, die uns jetzt natürlich nichts sagt. Aber wir können ja mal durchblättern. Sie ist natürlich bunt. Ja, das ist ja heutzutage nicht mehr Standard, ne? So wie das bei Nintendo immer ist. Hier sehen wir das Titelbild. Das kennen wir auch noch. Wie sie immer am Diskutieren waren und dann ist das Licht angegangen und dann haben sie alle stillgehalten. Stimmt, stimmt. Das ist da jetzt auch schon gespannt. Ja, bestimmt. Ja, und dann hier halt. Ich kann gerade nicht blättern. Wenig aufgeregt. Aber cool, man sieht hier die ganzen Moves. Das ist wieder ein Haufen. Ja. Ich hab nur gedacht, der macht da voll den Haufen hin früher. Cool, ey, alles erläutert. Ja, awesome. Das ist jetzt natürlich schon Mario 3. Mario USA hier mit der Treppe da, Traumwelt, hast du nicht gesehen? So krass. Die Bonus. Ja, die Slot Machine. Oh, die ist ja so imba gewesen beim Original NES-Teil. Bei All-Stars war sie ja ganz gut. Ganz human. Ja. Ist jetzt hier auch die Grafik drin, wer schneller hebt? Nee, leider nicht. Also hier an dieser Stelle hat jeder nochmal Gelegenheit, dass unser Super Mario Bros. 2 durchgezockt sich anzugucken. Genau. Sehen wir die schönen Highlights und Geheimtipps dabei. Nur, dass das dann hier natürlich die gepimpte Version ist. Ja, also Beipackzettel oder CD. Ja, stimmt. Hast du recht. Das coole alte All-Stars-Logo. Genau, das ist das. Das haben sie echt original 1:1 übernommen. Super Mario Collection oder wie hieß es in Japan? Und das ist im Prinzip genau das gleiche Logo wie auf dem Super Nintendo. Super Mario Bros. 1, 2, 3 und USA. Ja, man bemerke USA, weil, ne? Ja. In Deutschland würde das dann heißen 1, The Lost Levels, 3 und 2. Hier unten die kleinen Emblems noch. Jeweils von den einzelnen Teilen. Auch sau cool. Und auf der Rückseite auch nochmal. Mit Wiimote kann man es wohl auch spielen, wenn ich es richtig deute. Und hier unten ist dann der Classic und der Cube-Controller angegeben. 1 bis 2 Spieler. Ja. Wie die Dinge immer anders da aussehen in anderen Ländern, ist schon verrückt. Ja, so ist das, ne? 1993. Das ist wahrscheinlich 1993 ist Hassada da rausgekommen und
Jetzt gibt es das auch für die Wii. Bling, bling. Und das ist dann der totale Bonus. Die Super Mario History 85 bis 2010. Hier müsste ein Booklet drin sein und der irrwitzige Super Mario Bros. Soundtrack. Man beachte dieses wirklich, also mir ist altes, wir hatten es ja schon mal ausgepackt, dieses so halb ausgepackt. Original, dieses extrem gut coole Foto, was hier drauf ist. Sowas hätte man doch gerne irgendwie als schönes, wie sagt man, Printdruck? Kunstprint? So als Poster. Ja, nö, schon nee, so hier gerade. So ein schönes Posterdruck. Ja. So auf Leinwand oder sowas. Gute, das ist richtig Famicom mit Super Mario Bros. Drin. Das müsste das erste Mario Bros. Sein, glaube ich sogar. Ja, da haben sie garantiert alte irgendwo. Glotze. Garantiert irgendwo ein Künstler aufgetrieben, um dieses Bild nur zu arrangieren. Auf der Rückseite dann eine Auflistung der einzelnen Teile, die bisher erschienen sind. Von Mario Bros. Bis Galaxy 2. Und fangen wir mal mit dem Spiel an. ja. Und das ist pretty standard, aber eine schöne Anleitung auf jeden Fall. Schön, dass sie es so ausführlich nochmal durchkauen. Könnt ihr welche geben, die es noch nicht gespielt haben? Ja, richtig. So. Heißt hier. So. Ja, und jetzt kommt hier der Bonus. Bin ich gespannt. Es liegt hier schon bald. Ist kein Kuchen dabei, leider. Drei Wochen liegt es hier schon, ja. Und ich habe keine Zeit gehabt, das auszupacken. Und ich wollte es ohne Kamera nicht machen. Ich bin nach wie vor von diesem Bild fasziniert. Irgendwie, ich muss unbedingt irgendwann mir ein Famicom besorgen. Das hat schon was, oder? Jetzt sieht man es nochmal viel schöner hier. Unsere Lichtverhältnisse sind jetzt hier nicht so optimal, aber... Schönes Bild. Tada! Wow! Awesome. Soundtrack CD. Dicke Ost hier. Können wir eigentlich im Hintergrund laufen lassen, einfach aus Prinzip. Geil, eine goldene CD, das erinnert mich so an die Zelda-Teile. Sehr dickes, schick. Dickes Booklet. Was sind das für kleine Bilder? Sind das aus Spielszenen aus eingefärbt? Kann das sein? Ja, sind sie. Ja, es sind man eingefärbt. Sieht am besten, man kennt hier. Es sind eingefärbte Spielszenen. Die Mario Bros. Augenfalten. Diese Augenfalter kennt man, glaube ich, ganz gut. Ja. Das ist das Logo von Super Mario Bros. 3 ist. Titelscreen. Da ist New Super Mario Bros. Auch. Der, wie wir alle wissen, entstandene Bart, weil kein Mundzeichen machbar damals. Wow! Hui! Sind das Aufkleber? Nee. Nee. Das ist aber relativ dick. Ja, was haben wir da alles dabei? Lass mal sehen. Ordentlicher Druck. Zieh auch nochmal schnell durch. Timeline. 85. Da wäre jetzt ein guck mal, hier Poster mit, cool gewesen. Mit den Konsolen, ja. Disk System. Ja. Als das gekommen ist, dann kam dann der Game Boy. Super Famicom. Nintendo 64. Cube, da ist er mit der Wasserspritze. Hier Mario 64. Dann haben wir hier das New Super Mario Bros. Auf dem DS. Galaxy 1. New Super Mario Bros. Wii. Galaxy 2. Aber kein Hinweis auf ein neues Spiel. Schade. Miyamoto! Oh, da hat er sie alle verbreitet. Geil. Hier die kleinen Gamecube-Hüllen, die sind so deluxe. In Japan. Schick. Bin gespannt, wie das in der deutschen Version ist, ob das dann auch das gleiche Bild ist oder ob sie dafür extra ein Foto gemacht haben. Ich liebe diese Cartridges vom NES, die sind so... Wobei die ja auch kein sogenanntes N-Label hatten, ne? Hier oben, dass man sehen konnte, was es für ein Spiel ist. Ja, stimmt. Da regt sich der Angry Mann. Der AVGN regt sich immer furchtbar darüber auf. Das sind irgendwelche Konzeptarts hier. Krass. Ja, irgendwelche College-Lol, gib mal die Levels, ey. Noch oldschool. Wobei vieles passiert ja heutzutage auch noch so. So ist, man sieht aber, es ist schön mal sowas hinter so hin behind the scenes. Guckt es an hier, ne? Die Untergrundlevels gemalt. Lego Planning Phase, hast du nicht gesehen? Und dann hier die Levelnummerierung oder was? Nice. Crazy. Ja, jetzt weiter. Ja, das ist Mario Bros. 2, genau. Disco System. Disco System. Es gab auch mal Disketten auf dem Super Nintendo. Ne? Ja, Super Nintendo, auf Nintendo. Ja, solche NES. Dinger hier. Genau, Floppy. Floppt die ein. Mario Bros. 3 und auch immer noch das System. Ne? Also hier, Family Computer Disk System. Family Computer. Crazy. Super Mario World. Ah, Super die Nintendo hatten, Cartridges, genauso ja, wie bei uns. Ja, die waren identisch. Mhm. Aber Pink? Ernsthaft? USA! Das kam nach ohne Wertung. World. Das kam nach World. Guck mal, 90 kam World. Das ist 21.11. ne?
Genau, und dann 14.09.92 kam USA dann. Hey Toad. Hi! What's up? What's up? Ich habe Besuch! Nee, du hast nicht Geburtstag. Besuch! Besuch! Von meinem alten Freund! Er ist 25 Jahre alt geworden! Wer? Der. Dude! Yeah! Sieht doch sau alt aus! Ist der alt! Ist der Hammer, ne? Ja, goldene Hochzeit, Silberhochzeit. Da oben ist er auch, Madcow. Ja, das stimmt, da ist er so nochmal. Ja. Jetzt Mario! Hier. Falls man das hier noch nicht lesen konnte. Falls ihr es nicht. Ja! Hat schon nicht, ich habe Super Mario Bros. 25. Genau. Zum 25. die krasse japanische Edition hat sich hier der. Ja, ich als Besitzer von. Einer Wiese. Von der Wiese musste es mir importieren und es ist eine wunderschöne. Also, wir packen das jetzt einfach mal aus. Ne? Eine wunderschöne, eine geprägte Verpackung in Knallrot. Hat fast die Größe von einer NES-Verpackung, aber ist ein bisschen dicker. Weil es sind ja zwei DVD-Höhen drin, wie wir gleich sehen werden. Hier, ne? Ja. Oh. Schon mal schön red. Schon mal kriminell, hier das überhaupt aufzumachen, ohne es kaputt zu machen. Wird denn jetzt Luigi auch 25? Nee, Quatsch, der hat nicht mit Donkey Kong angefangen, ne? Der ist eher jünger. Luigi ist jünger, ne? Ja. Luigi zu sein. Brauchen wir ein paar Yeshi, wissen wir noch was bekommen? Yeah. Wahrscheinlich nicht. Außer einen Arschtritt oder einen feuchten Fuzzi von Miyamoto. Obwohl, Luigi hat doch sein eigenes Spiel bekommen. Zwar für den erfolglosen Gamecube, aber. wir haben zwei DVD-Hüllen drin: einen in weiß, einen in rot. Und das hier ist dann. Der eine ist eine DVD drin, der andere nicht.